Die Sims-Reihe muss sich in der nächsten Zeit warm anziehen, denn ein neuer extrem vielversprechender Sims-Konkurrent steigt in den Ring. Irgendwie steht 2023 unter dem Stern der neuen Lebenssimulation, denn nachdem schon vor einigen Wochen ein neues Spiel namens Life by You von einem namhaften Publisher angekündigt wurde, konnten wir vor ein paar Wochen nochmal eine andere, neue Lebenssimulation bestaunen, die 2024 erscheinen wird. InZoi. Das Spiel sieht im ersten Gameplay-Video umwerfend aus. Die Grafik ist beinahe fotorealistisch. An den Klamotten der Zois, wie sie im Spiel heißen, kann man jede einzelne Falte genau erkennen. Auch abgesehen vom optischen Aspekt haben wir bereits ein paar erste Informationen zum Spiel erhalten. Es wird eine offene Welt geben. Die Farben der einzelnen Möbel lassen sich detailliert bis ins kleinste Detail anpassen. Für einen Stuhl kann beispielsweise ähnlich wie bei Project Renee der untere Teil unabhängig von der Sitzfläche ausgewählt werden. Die Entwickler haben sogar ein AI-System für Texturen implementiert. Ihr könnt also in eine Textbox wie in diesem Beispiel Comicmuster eintragen und das Spiel generiert dazu passende Texturen. Das funktioniert erwartungsgemäß mal mehr, mal weniger gut. Trotzdem auf jeden Fall eine spannende Idee. Alleine das Smartphone der Zois ist unserem im echten Leben extrem ähnlich. Wir können Nachrichten empfangen, die Figuren haben einen eigenen Terminkalender und auch sonst legt das Spiel viel Wert auf Gestaltungsfreiheit. In einer Szene im Video sehen wir beispielsweise detaillierte Möglichkeiten, wie wir nicht nur die Häuser und Zois anpassen, sondern sogar bei der Stadt umfangreiche Umgestaltungsmöglichkeiten treffen können. Es scheint so zu sein, dass man an den Verkehrswegen herumschrauben, die Bäume auf der Allee abändern oder sogar die Videos auf den riesigen Leuchttafeln anpassen kann. Diesen Aspekt finde ich super erfrischend und bringt nochmal einen komplett neuen Modus ins Spiel, der ja in der Sims-Reihe bisher nie eine große Rolle gespielt hat. Auch im generellen Gameplay im Live-Modus gibt es viel zu tun. Das Spiel bietet schon mit dem Basisspiel aktiv spielbare Karrieren wie Koch in einem Restaurant oder Feuerwehrmann. Alle Animationen sehen sehr detailliert aus. Ich liebe den Fakt, dass Gameplay-Inhalte, die in den Sims-Spielen als Erweiterungen oder kostenpflichtige Packs ausgelagert werden, hier bereits schon von Anfang an mit dabei sind. Hoffen wir einfach mal, dass das EA bei der Gestaltung von Project Renee aka The Sims 5 ebenfalls Inspiration sein wird. Angekündigt wurde es ja zumindest schon mal. Und auch alle Baumodus und Cars Freaks kommen auf ihre Kosten. Beide Editoren lassen sehr detaillierte Anpassungen zu. Ihr könnt beispielsweise bei einem Shirt genau festlegen, was für einen Kragen oder Ärmellängen es haben und ob es bauchfrei oder nicht sein soll. Das eröffnet noch viel mehr kreative Möglichkeiten. Es scheint ebenfalls eine große Auswahl an den verschiedensten Klamotten zu geben. Da das Spiel noch mitten in der Entwicklung steckt, wird es wohl bei Release im Jahr 2024 noch mehr sein. Wenn man sich den Baumodus genauer ansieht, fallen natürlich auch einige Parallelen zu dem aus den Sims-Spielen auf. Besonders cool ist, dass wir nicht mehr an Kästchen beim Platzieren von Wänden gefesselt sind. Mit den Tools kann man echt hübsche und bewohnte Wohnungen einrichten, wie ihr hier im Hintergrund seht. Auch wenn alles unfassbar beeindruckend aussieht, drängt sich bei mir doch noch ein kleiner Punkt auf, bei dem ich mir unsicher bin, wie sich dieser letztendlich im Spiel verhält. Davor nur ganz kurz, bei Instant Gaming könnt ihr auf viele verschiedene Spiele und Sims-Packs ordentlich sparen, Link in der Beschreibung. Die Sims-Spiele hatten schon seit dem ersten Teil einen ganz eigenen und verrückten Humor, viele Running Gags und einen unverkennbaren Look, mit dem man sofort erkennt, dass es sich um ein Sims-Spiel handelt. Von dem hat man im ersten Gameplay-Video noch nicht viel gesehen und InZoi scheint allgemein damit ein bisschen ernster in Anführungsstrichen zu sein. Die Grafik ist bildhübsch und kann gerne in einigen Aspekten wie dem Detailgrad als Inspiration für The Sims 5 dienen. Keine Frage, aber sie sieht meiner Meinung nach aus wie viele andere Spiele, die bereits existiert haben. Dazu wird es aber bestimmt in Zukunft noch mehr Infos geben. Die Entwickler scheinen hier wirklich ein geniales Spiel auf die Beine stellen zu wollen. Wenn ihr nicht genug von InZoi bekommen könnt, schaut gerne die Gameplay-Demo in der Beschreibung und ein kleines Let's Play von meiner Sims-Kollegin Nesmeralda an, welche das Spiel bereits anspielen konnte. Was denkt ihr zu InZoi? Könnte diese Lebenssimulation Sims den ersten Platz streitig machen? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.